Ja, Marco hat gut. einen Innenwiderstand von merklich unter 100 Milliohm. Merklich unter 100 Milliohm. You serious? Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Hallo miteinander, willkommen zum ersten Teil, in dem ich erstmal den Mythos so ein bisschen aufklären, den ich hier noch nebenbei entdeckt habe. Deswegen wird es jetzt auch ein bisschen ein mehrteiliges Video. Und ich hoffe, ihr bleibt dran, ihr werdet auf jeden Fall erstaunt sein. Und zwar habe ich als allererstes mal bei Google einfach mal eingegeben, Innenwiderstand 50 Amperestunden Bleibatterie. Und bin dann hier, Physikforum, nee, ist egal. Auf jeden Fall steht hier, wenn man jetzt mal auf die Schnelle sucht, etwa 20 nice. Milliohm. Als nächstes habe ich das selber nochmal gemacht als AGM-Batterie und komme dann hier auf die Werte von einer 150 Amperestunden-Batterie 4,5 Milliohm. No, God, please, no, no! Habe ich hier mal noch jetzt mal so ganz grob zum Vergleich in Lithium-Eisenphosphat-Akku und hier schreiben sie 9 Milliohm bei 50% Charge. Keine Ahnung, total komisch. Also wie ihr seht, ich hoffe, das kommt ja jetzt ein bisschen rüber. Einmal für die Leute, die Blei haben, das haut nicht hin, die Werte, und diese Werte für Lithium-Eisenphosphat, das haut auch nicht hin. So, jetzt gucken wir uns mal zum Beispiel an von meinem REMF-Test, wo natürlich auch ein paar Zuschauer ihr teilgenommen habt. Da sehen wir jetzt gleich mal hier auf Anhieb 3 Milliohm bei der Nummer 6. Ne? Ich bitte euch jetzt hier, ich gehe jetzt nicht näher auf das Thema ein. Ich habe das so oft gemessen und so. Ich tue euch jetzt einfach nur noch ein paar Links hier geben. Guckt euch am besten REMF-Test die Reihe ein. Da ist, ich glaube, in jedem zweiten Video definitiv, fast in jedem Video eine Milliohm Messung von den Batterien, die wir versucht haben zu regenerieren. Und wenn wir jetzt mal hier grob auf die Liste gucken, mit der Aussage nochmal gegengeprüft, 20 Milliohm, ne? Was jetzt hier angegeben ist. Ja, also hier haben wir zwei Batterien, die 20 Milliohm haben, und das sind aber Kandidaten, die wir regenerieren wollten, die eigentlich Schrott sind, ne? Über 10 Jahre alt teilweise. Das schreiben die hier, das der Neuwert oder was. Also kann natürlich sein, dass hier, verstehe ich natürlich wieder falsch, hier wird nicht der Neuwert angegeben bei den ganzen Internetseiten, den ihr findet, sondern wenn die 10 Jahre alt sind und Schrott sind. Wie gesagt, hier ist nochmal die Einladung. Ich habe auch eine Playlist, wie gesagt, links unten in der Beschreibung. Ja, und dann haben wir zum Beispiel hier nochmal, wo es dann wirklich ein Fass Boden rausschlägt. Da ging es um ein Video von Zero Brain, wo er... Marco hat einen Innenwiderstand von merklich unter 100 Milliohm Werbung gemacht hat, sag ich mal, für Lithium-Eisenphosphat. Da wurde behauptet in dem Video, dass Bleibatterien einfach mal 100 Milliohm Innenwiderstand haben. What? Ne? Das kann doch nicht mehr wahr sein. Hier habe ich schon nochmal einen kleinen Short. Damals an Zero Brain, wo er da die 100 Milliohm propagiert hat, ne, wo ihr gesehen habt, selbst im Internet steht das nicht mal drin. Absolute Falschaussagen. So, und ich habe dann nochmal hier in der Reihe Gabelstapler Akkuzellen regenerieren. Das ist jetzt Teil 8 hier, der Abschluss. Da sind auch einige Messungen drin, ne, dass ihr mal ein paar Werte habt. Von mir halt mal, ne, und nicht einfach nur reden immer, sondern mal Werte. Genau dasselbe geht hier. Ich habe dann später noch den Akku erweitert noch von 3 auf 6 kW. Ihr seht es hier im Thumbnail. Wie gesagt, Link haue ich euch auch nochmal rein. Da sind auch nochmal, ihr seht, das Messgerät ist jetzt hier im Thumbnail gerade am Innenwiderstand messen. Ich möchte hier natürlich dazu sagen, wenn ihr euch das jetzt anguckt, das ist ein über 10 Jahre alter Akku, ich weiß es gar nicht mehr, 12 Jahre alt oder was. Also, dass der natürlich nicht mehr exakt die originalen Neuwerte hat, ist klar, ne? Aber der ist weit unter dem, was hier im Internet propagiert wird oder sonstigen. Wie gesagt, ich empfehle euch da nochmal den REMF-Test. So, für den letzten Punkt, den ich mir gedacht hatte, um euch erstmal klar zu machen, dass eine Bleibatterie zum Beispiel keine Staplerbatterie ist oder, ne, oder eine AGM-Gel-Batterie etc. Ich habe hier schon vor 6 Monaten ein Video gemacht, das ich Lithium-Eisenphosphat-Betrug mit falschen Angaben genannt habe. Kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen, das euch nochmal anzugucken, weil jetzt alles nochmal aufzuklamüsern, habe ich in dem Video schon gemacht. Guckt da noch mal rein. Da kommt ihr auf jeden Fall, kriegt ihr mal ein paar Werte. Die Werte zu Lithium-Eisenphosphat
und auch zu Blei. Die kommen dann im Teil 5. Ich hoffe mal, ihr habt euch das Video mit dem Betrug da mit den falschen Angaben angeguckt, weil das kann ich euch jetzt hier auch noch mal zeigen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier mal AGM-Batterien, nachhaltige AGM-Batterien. Ja, und da schreiben sie hier, wir sagen jetzt mal 3,5 bis 6 Milliohm. Das, also bei uns in der Tabelle war das Schrott. Ne, das haben wir versucht zu regenerieren und das wird jetzt hier als neu verkauft. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. So, hier habe ich mal was von Victron rausgesucht. Das müsst ihr mir jetzt mal glauben. Ne? Den Rest werde ich weiterhin belegen, aber das will ich euch mal mit auf den Weg geben. Diese AGM-Batterien, Gel, Long Life, Deep Cycle, bla bla bla. Die Säurebatterie wird ja gar nicht mehr aufgeführt, weil die natürlich einen Temperaturvorteil hat. Seht ihr ja hier auch, dass die das eben nicht haben. Und dass dann mal schnell die Hälfte der Lebenszeit weg ist, wenn die bei 30 Grad benutzt wird. Hier wird wieder das Beschissenste als das Beste angepriesen, auf den ersten Blick. Wenn man dann aber mal richtig guckt, 5 Jahre, das ist ein Witz für eine Bleibatterie. Das müsst ihr eigentlich alle zugeben. Ne? Dann hier bei Victron dasselbe nochmal, auch nochmal AGM und so. Hier wird suggeriert, dass eben die Long Life hier, dass die eben die beste ist, am meisten Zyklen macht. Aus unserer Erfahrung heraus, ihr habt ja jetzt schon gesehen, hoffentlich, dass wir den REMF-Test gemacht haben. Also AGM, die eine oder andere haben wir noch hingekriegt. Bei Gelbatterien, ich weiß es nicht, bitte an alle REMF-Bauer in die Kommentare, habt ihr schon mal eine Gelbatterie regenerieren können? Also ich nicht. Ich kenne keinen in unserer Community jetzt, in unserer engen Community, sag ich mal, die immer Kontakt mit mir haben, der das geschafft hat. Der kenne ich keinen, ne? Falls ihr da dabei seid, dann wäre cool, vielleicht habt ihr einen Videolink oder so, haut das mal unten in die die Kommentare. Jo, kleine Planänderung, im Teil 5 wird ein bisschen was anderes, das habt ihr schon gesehen, ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich das alles strukturiere. Und ich hatte ja gesagt, dass dieses Datenblatt hier, ne, dass das so ein bisschen ist wie der andere Müll über Blei, weil 9 Milliohm, ne, der ganze Müll weghaut, ne, der ganze Blei nehmen. Gut. Ich habe euch aber gesagt, wir suchen mal was Richtiges raus. Und zwar habe ich jetzt hier die gefunden, mag noch bessere geben, gibt hoffentlich auch schlechtere. Ich hoffe jetzt mal, ich habe nicht die allerschlechteste erwischt. Und hier können wir jetzt mal richtig auf das Datenblatt ein bisschen eingehen. Und zwar auf den ersten Blick jetzt mal, wenn man jetzt mal so guckt hier, schönes Bildchen. 1C Entladestrom kann man hier mitmachen. 3000 Zyklen, 15 Jahre. Wahnsinn. Ne? Also so, das sagt man ja auf dem ersten, absolut top. Keine toxischen Chemikalien. Okay. What? Okay, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Da könnt ihr euch selber mal schlau machen. Falls ihr das unbedingt haben wollt, das machen wir dann mal extra oder anders. Macht ihr, was weiß ich, toxic im Chat oder so. Müsst ihr euch mal was einfallen lassen. Nehmen wir das mal ein bisschen auseinander hier. Wie gesagt, das sind diese Werbeprospekte. Das mag auch alles seine Berechtigung haben. Hashtag VW-Skandal. Abgas-Skandal. Ist hier im Grunde genommen dasselbe. Und zwar gehen die meisten eben davon aus, dass 1C Entladestrom bei einer Lithium-Eisenphosphat-Zelle ja die Normleistung ist. Ne? Ja, da muss ich euch enttäuschen. Nicht leider, das mache ich gerne. Und zwar ist es das nicht. Und das ist ein riesen Problem. Ne? Hier haben wir jetzt mal das Datenblatt Current. Hier haben wir jetzt mal bei Discharge. Links zu den Sachen sind in der Beschreibung alle. Wir fangen mal bei maximalen Konstantstrom, soll das glaube ich heißen. Kontinuierlich. 100 Ampere. Also das ist dieses eine C. Und jetzt guckt mal. Maximal. Ne? Standard 50. Also 0,5C Normalleistung. Hier wird es maximal ins Werbeprospekt geschrieben oder oben ins Bildchen. Ne? So, das heißt, wir haben schon mal von der Leistungsangabe die Hälfte. Warum ich euch jetzt sage, habt ihr, wenn ihr solche Zellen schon gekauft habt, wenn ihr den Standardwert nehmt, dann könnt ihr die Zyklen erreichen, die hier angegeben sind, die 3000. Wenn ihr aber ein C benutzt, ist Maximum, was möglich ist, dann müsst ihr die Zyklen halbieren. Also Tipp von mir, falls ihr das mit diesen 1C eure Anlage berechnet habt, bliblablub oder was auch immer, baut das um, holt euch noch ein paar mehr Zellen, ne? Also Lithium-Eisenphosphat, ich empfehle das, ja, um eben, dass ihr nicht in die Schnellladung kommt, sondern in der Standardladung drinne bleibt und dann könntet ihr auch auf die 3000 Zyklen kommen. Ich bezweifle das trotzdem, ne? Aber ich, ne, soll ja jeder... Soll ja Freude machen, dass autark werden und so und nicht in einem Minusgeschäft enden. Ne? So, damit ist natürlich mit dieser Angabe 1C ist natürlich irgendwo die 3000 Zyklen
sind es wahrscheinlich nur 7 Jahre und 1500 Zyklen, so ungefähr. Ne? Das könnt ihr selber auf jeden Fall nochmal nachlesen. Kleines Beispiel noch, bei eurem Handy könnt ihr auch einstellen, nur bis 85% und kein Schnellladen. Das steht dann auch in eurem Handy schon da, dass dann der Akku länger hält. Und das ist natürlich bei jedem Akku so. Schnellladung ist immer scheiße. Natürlich will ich mit dem Gegenstück auch glänzen, im Blei, weil 20 Milliohm, das kann man ja so nicht stehen lassen. Also ich weiß nicht, für einen Pöbel, der ja mal schnell sucht oder so, der kann das nicht nachvollziehen, was ich alles erzähle, weil er eben nur Müll findet. Ne? 0,9 bei Lithium-Eisenphosphat, das kannst du gar nicht vorstellen. Ne? Oder 20 bei Blei, what the fuck? Und ich habe jetzt hier von irgendeiner Firma, ich bin froh, dass ich gefunden habe, ihr könnt ja selber mal versuchen, den Innenwiderstand von einer Staplerzelle rauszukriegen. Das ist ja fast ein Geheimnis. Ne? Ich habe wieder ewig gesucht und wenn wir da ein bisschen runterscrollen, haben wir dann hier eben mal eine Liste. Da können wir mal ein bisschen vergleichen. Bei der Zelle hier, wir gehen jetzt nochmal zurück auf die Lithium-Eisenphosphat-Zelle. Da haben wir natürlich im Datenblatt die Milliohm. 0,8 Milliohm hat die Zelle und wir haben hier 100 Amperestunden Kapazität hat die Zelle bei 3,2 Volt. Wir können das natürlich jetzt nur mit einer 2 Volt Zelle vergleichen, weil eine Gabelstaplerzelle ist eben nur mal eine 2 Volt Zelle. Sind wir hier, wenn wir jetzt mal gucken, die 2 OPZS 100 LA 1,45 Milliohm. Die Lithium-Eisenphosphat sind vom Innenwiderstand her schon minimalst besser, das ist aber wirklich nicht der Rede wert, das ist den Preis auch nicht wert und alles, da kommen wir dann in den Punkt Kosten, kommen wir daraufhin noch zu sprechen, weil, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, die 150 Amperestunden Zelle nehme, bin ich bei 1,05 und bei der 200 Amperestunden Zelle bin ich bei 0,83, also auf die 0,03 würde ich jetzt mal sagen, nimmt sich dann nicht mehr so viel. Und hier bestätigt sich das auch nochmal, das könntet ihr euch jetzt schon mal merken für den Punkt Kosten, der dann noch kommt, dass eben bei einer Staplerzelle, wenn ihr, das müsst ihr jetzt ganz wichtig, wenn ihr die Hochstromfähigkeit, die vermeidliche, die schnelle Entladedings, wo euer Akku doppelt so schnell kaputt geht, wenn ihr das haben wollt, ohne dass euer Akku doppelt so schnell kaputt geht, müsst ihr bei Blei die doppelte Kapazität kaufen. Wenn ihr den normalen Entladestrom nutzt von einer Staplerbatterie, das wäre dann ein Zehntel C, da kann man auch ein bisschen drüber gehen, ne? Ein bisschen drunter schadet auch nicht. Also das ist jetzt nicht, ihr könnt da auch ein bisschen mehr machen. Ne? In einem Alltag, in einer Stapler, in einem Gabelstapler oder so, werden die wesentlich mehr belastet. Ne? Also die sind dann schon geschont bei euch. Wenn ihr die Hochstromfähigkeit, wie gesagt, nicht braucht, dann könnt ihr die 100 Ampere Zelle kaufen. Und wenn ihr exakt das gleiche haben wollt, bis auf 0,03 Unterschied, da ist Lithium noch besser, könnt ihr euch einfach die doppelt so große Zelle holen. Das Ganze geht natürlich noch ein bisschen weiter. Ich bin ehrlich, ich habe bei Lithium-Eisenphosphat jetzt nicht geguckt, was die größten Zellen sind, die es gibt. Die kann man natürlich aber auch parallel schalten. Damit fällt dann der Widerstand um, ne? Halbiert sich immer pro Zelle, wenn sie dieselben sind. Ja, das ist natürlich bei Blei aber auch so. Ne? Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen weiter runter gehen und ja, wir nehmen jetzt einfach mal eine 0,4er Zelle, das wäre eine 700 Amperestunden Zelle, ist natürlich schon ganz schöner Oschi, ne? Ist klar. Und der ist doppelt so stark schon mal wie dieser 100 Amperestunden Lithium-Akku. Ne? Und im Bereich Kosten werdet ihr dann auch noch sehen, dass sich das hinten aus rechnet, doch den Stapler-Akku zu holen. Wenn wir dann noch ganz weiter runter gehen, sind wir hier irgendwo bei 0,11 und das sind natürlich schon Werte, da brennt schon die Luft. Ne? Das sind natürlich schon große Zellen, muss man dazu sagen, aber wenn ihr ein Haus ranklemmen wollt, dann könnt ihr nicht mit einer Mobilbatterie arbeiten oder einer Starterbatterie vom Auto, da Quatsch. Ne? Ja, das soll es jetzt zum Punkt 1 mal gewesen sein. Ich würde mich über eure Kommentare freuen und vor allen Dingen eure Fragen, wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, Kritik, wenn ihr jetzt sagt, hey, hier war irgendwas Mist, was du erzählt hast, haut das in die Kommentare bitte, weil geplant ist der Teil 6. Und dort gehe ich nochmal auf eure Fragen ein, eventuelle Fehler, die ich jetzt hier im Video in dem Verlauf gemacht habe oder so. Und ja, wenn ihr jetzt einen Kommentar schreibt, werde ich diesen dann in dem letzten Video von der Reihe mit bearbeiten. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst knacken. Tschüssi.